Es sind Glibber und das Geschenk. Geschenk und Glibber. Showdown-Spaß mit Geschenk und Glibber. Du bist eine Sekunde später. Damn! Was ist das? Was ist das? Ich weiß auch nicht. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Geschenk und Glibber mit dem Benny. Und dem Present-LP XDHD. Wir spielen mit einem Team, was wir uns von einem sehr unbekannten YouTuber geklaut haben. Vielleicht man könnte meinen, er heißt Aim Poke. Ja, also er hat das Team nicht gebaut, aber er hat das benutzt. Und wir dachten uns, heiler, das Team benutzen wir. Und wir haben Toxic aber statt Dragonclaw Flygon draufgepackt und ein spezielles Virizion rausgemacht. Und so. Wir haben coole Namen. Wobei, das hat er auch gemacht. Und wir haben coole Namen. Hund, Schildkröte, Meerschweinchen. Wer könnte drauf kommen, was es ist? Also Meerschweinchen, Wellensittich, Katze und Alexa. Was das könnte Haustier, das sein? Das Haustier der Neuzeit. Das ist deswegen Next Level. Naming Theme. Ja, auf jeden Fall. Wir sind solche Profis. So, Banded Akali, Leute. Akali ist ein gutes Pokémon. Haben wir schon mal drüber geredet. Und Akali ist so gut in dem Matchup. Akali ist richtig gut in dem Matchup. Der hat aber keine Resistance, nur sein eigenes Summes Akali. Lass mal mit Rhyperia leaden, erstmal die Rocks rausbekommen. Wenn die Rocks siegen, Alter, Akali tötet. Da möchte ich nicht für ihn beten, ey. Ja, lass mal Meerschweinchen gehen. Oder Blastoise wäre noch eine Option. Ja, habe ich auch überlegt, aber ja. Ja, beide Matchups wären nicht gut gewesen. Ja, wollen wir hier erstmal in Alexa oder Flygon gehen? Warte mal, sind wir mit Hund schneller? Oh mein Gott, Present. Siehst du das, was ich sehe? Nee, ich sehe jetzt nicht den Switch in den Akani, weil er auch einfach Sleep powdern kann. Wir brauchen Sleep Dog auf Akani. Wollen wir nicht einfach erstmal in Katze gehen und dann doublen? Oder wir gehen in Alexa. Nee, weil Katze macht ja nichts. Katze macht ja nichts. Der threadet den auch nicht raus, also ich weiß nicht. Ja, wir können raus doublen und uns ein besseres. Ja, aber. Ja, doch, wir könnten dann in Flygon reingehen. Auf die Satron. Nee, wir gehen, ja genau, wir gehen jetzt in Virizion auf den Schlafpuder oder auf den Gigasauger. Da kommt ein Gigasauger, ist okay. Und jetzt können wir einfach in Flygon gehen. Weil ich wollte halt nicht Dingens. Crit, okay. Eingestiefert haben. Okay, wollen wir einfach U-Turn? Er sollte auf unseren DD schon auswechseln. Also U-Turn ist gut. Naja. Er hat halt auch super viele Switch-ins in Flygon, ne? Deswegen, ja. Okay, wir können jetzt hier in Virizion die Rocks cool legen. Ja, auch gut, auch gut. Ich habe überlegt, auf Virizion gehen, weil der alten Carmine bekommt, außer der ist Brave Bird, ne? Aber finde ich aktuell noch nicht gut, weil er Roserade hat und wir können das Ding nicht gut treffen. Das ist komisch, ne? Das werden wir echt von Roserade gewollt. So ist das. So, Rocks bekommen wir schon mal. Und wir könnten jetzt Toxicen oder einfach Stone edgen. Eigentlich sollte der auswechseln. Wobei, was wechselt da rein? So. Das ist die Sache. Lass mal Toxic. Lass mir mal Toxic. Wenn der in Roserade geht, dann weiß ich auch nicht. Oh, er geht ins Steelix, okay. Meinst du, der switcht nochmal raus auf unserem EQ, damit er uns stallt? Nee. Nein, glaube ich nicht. Wir können einfach in Blastoise gehen. Blastoise oder Katze? Ich sehe da Blastoise. Okay, gehen wir Blastoise. Ich finde Katze halt aktuell noch nicht so gut wegen Roserade. Mantine, das ist okay. Da können wir jetzt wieder raus. Ja, doof, dass er defawn kann, ne? Ja, wir können einfach in Arcanine gehen und einen Wild Charge raushauen. Wir drücken keinen Wild Charge, mein Freund. Ja, natürlich nicht, aber in der Theorie drücken wir Wild Charge. Wir drücken Flare Blitz. Wir drücken Close Combat für Arcani und Steelix. Ja, das trifft beide, hast recht. Ja, let's do this. Oh mein Gott, Arcani wird jetzt sowas von 10 Milliarden Damage Schaden fressen. Okay, es ist für Stephanie Moment, das frisst gar keinen Schaden. Der ganze Moment hat hier drauf gewartet. Und dann er wird nicht. Lass es bitte Tour Talk gehen, das ist Fiste. Arcani schon besser als Entei, oder? Das ist einfach nicht so toxic, Mann. Okay, lass mal bitte Dublin, weil er jetzt in Mantine reingeht. Und Katze. Wir Dublin dann in. Ja, da sehe ich uns. Oh, das ist nicht gut. Na, Carmine? Ich weiß nicht, wir könnten es testen, aber ich glaube. Nee, bringt uns halt auch nichts so. Wir können auf Doublet gehen. Alter, ist das. Oh mein Gott, ist das Team scheiße. Guck mal, wir müssen auf seiner Karte immer wechseln. Okay, sein Team ist auch so defensiv, also ist schon nervig. Ja, da kommen wir gerade nicht so gut durch, ne? Wir brauchen irgendwie einen Toxic auf Mantine. Wir können jetzt in Flygon gehen. Oh. Ne, lass mal in Rhyperia gehen und dann in Flygon. Ich hab den schon gedrückt und guck mal, was jetzt passiert.
Mein nächster Trick. Jetzt kommt der Toxic. Jetzt wird getoxic. Jetzt wird getoxic, Alter. Der wird nicht drin bleiben. Wird er auch nicht. Ey, erster Toxic draußen. Das ist doch nice. Wobei, er könnte Aromakur Florges haben. Oh, nee. Sag sowas nicht, Mann. Ja, das ist Safecore. Ja, lass jetzt ins Katze gehen. Eine gute Katze, Alter, Knockoff. Ah, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Unser physisch offensives Katze wird ihn jetzt jetzt da, ich denke, dass wir physisch offensiv sind. So, wollen wir hier einfach mal Call Might? Ja, ich finde Call Might gut. Oh ja. Akani, Alter. Ah, das wird so lecker, das wird so lecker. Das ist der einfachste Sie-Focus-Blast in meinem gesamten Leben. Let's go. Sicher, was ist, wenn der Florges geht? Dann ist er cool. Nein, weiß ich nicht. Wollen wir nicht einfach einen Raw-Focus-Blast drücken? Ja, aber wenn er misst und so, ich will sie focussen. Bitte. Ich möchte halt den Sie-Focus-Blast schon für Roserade behalten. Ja, verstehe ich schon. Ja, komm, dann focussen wir. Das ist nicht gut. Nix! Das ist nicht Alter, gut. Einfach dieses Das war meine zweite Akani. Befürchtung. Alter, sei nicht mal nicht so assi. Ja, Flygon und U-Turn, let's go. Ja. Oder? Noch mal E-Speeden. Er könnte nochmal E-Speeden, ne? Ja. Oh shit, Alter. Oh mein Gott. Aber ist okay, Akani ist weg. Das war auch ein Fehler bei Rocky Helmet. Das war voll der Fehler, merke ich gerade. Alter, unser Akani. Einfach jetzt wird's losgehen. Jetzt, aber jetzt ist unser Akani richtig nice. Ja, da hast du recht, Mann. Wie hat's okay. noch alles? Ja, wollen wir einfach in Akani? Wobei, da geht dann Steelix und so. Lass mal. Lass mal Meerschweinchen gehen. Lass mal Akani trotzdem gehen. Bei Meerschweinchen wäre super bad, weil dann geht er wieder in Roserade und wir gewinnen nichts. Mit Akani bekommen wir Steelix raus, dann können wir Turtok wechseln. Also in Turtok wechseln. Habe ich eigentlich schon den Avatar erklärt? Erika. Ja, was ist mit Erika? Ich bin Erika, du bist der Kimono. Ja. Was? Was soll das denn heißen, Alter? Oh, ich hinterfrage das einfach mal nicht. Okay, Ich bin für Turtok. Wir wollen ihn nicht white chargen. Turtok, let's go. Psst, toxic. Ja, na klar, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder für den Double. Das ist so traurig, ey. Das ist so sad, du bist hier so rumdouble. Lass mal Meerschweinchen gehen. Oder? Ja. Oh find yeah. Bitte nicht, ey. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, das will ich da anscheinend. Ich möchte nicht, dass der Aromakur ist, ne? Ich möchte es nicht. Ja, ist okay, wenn wir die Tanschen ausmachen, Team, ey. Nein, immerhin kein Aromakur. Hey, ein paar AP weniger. Okay, wir können jetzt einfach Stone Edgen. Nee, lass uns EQ'en, oder? Der wird doch jetzt nicht in was reinwechseln, was von der Stone Edge getroffen. Ja, lass mal EQ'en, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Wobei, der würde erstmal protecten. Der könnte protecten, ne? Ja, stimmt. Ja. Der hat eigentlich auch keinen Grund, nicht drin zu bleiben. Wir können auch erstmal nach Kani gehen. Oder wir gehen Alexa. Ja, Alexa, aber ich glaube, Alexa ist zu passiv. Alexa ist gut gegen den jetzt gerade. Ja, aber ich finde, er ist zu passiv gegen die restlichen Pokémon. Oh, das ist nicht gut. Siehst du, deswegen Akani hat jetzt hier viel. Jetzt können wir wieder Akani gehen. Nee, bringt ja nichts. Doch, der geht doch in Mantine oder in den Mandibuzz. Ja, aber Akani gewinnt gegen Mandibuzz nicht. Naja, er ist halt bei 75% und kriegt jetzt nochmal Toxic Damage. Aber wir wollen kein Foulplay abbekommen, dann wäre ich eher für Rapidio. Killen wir den nicht mit White Charge? Nein. Nicht? Mandibuzz killen wir nicht. Nein. Dann gehen wir Meerschweinchen. Kann mir nicht vorstellen. Dann gehen wir Meerschweinchen. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Chip. Okay, geht tatsächlich in Mantine. Das glaube ich jetzt nicht. Crazy. Sind wir schneller? Ja, will wahrscheinlich wieder defoggen. Ja, wollen wir einfach Stone Edgen? Ja, wir müssen jetzt hier. Wir müssen jetzt mal was. Komm schon, leb. Pressure. Nein! Oh, du Schwanz! Okay, wir müssen in Akani gehen. Jetzt müssen wir den Play machen und. Los, komm mit! Flare blitzen. Ja, Flare Blitz, genau. Genau. Oh yeah! Lecker! Oh yeah! Alter! Duffman! Du ne Duffman, Alter. Oh Mann. Ja, die Sache ist. Wenn Steelix weg ist, dann können wir einfach White Charge. Genau, ja, das hab ich auch schon gesehen. Spam. Das wird halt nice. Die Sache ist halt der Rückstoß. Der ist so ein bisschen nervig für Akani. Ja. Und so, wir können keine Rocks mehr legen. Oh nein. Warte mal, kann man so viel Flare Blitz macht? Hast du keinen Bock mehr? Ja, aber wobei, der wird nicht defoggen. Der hat nicht Double Defog. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, der hat halt schon Knockoff und Toxic gezeigt, ja? Also ist der wahrscheinlich Roost im dritten Slot und im vierten Slot U-Turn vielleicht oder Taunt? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir brauchen aber Akani, um hier noch zu gewinnen. Also, Choice Band, der ist halt nicht Adamant, der ist Jolly. Oh je, oh Gott, ey. Also gegen Max Fistef macht das 43 bis 50. Wir gehen in Blastoise rein. Okay. So, und Akani? Dann... Ja, ich wollte es schon sagen, ne? Akani, let's go, komm, wir müssen doublen. Aber ich glaube, irgendwann muss er doch die Doubles riechen, Alter.
Wird er nicht, der hat Angst. Der hat Angst, sagst du? Ich riech seinen Angst-Pipi. Taunt, hä? Okay. Wild Charge macht genauso viel wie Flairblitz. Es ist so sad. Ja, wir gehen wieder in Tour Talk rein. Lass den Ice Beam. Das ist gerade sad. Lass den jetzt Ice Beam. Ja, wir Ice Beam den hier. Let's go. Und wir freezen halt einfach sein Man. Oh mein Gott, ich hasse diese Person. Flinchen. Wir flinchen den, Flinch. Oder? Mit Dark Pulse, ja. Das ist der Play. Wie sind wir noch nicht drauf gekommen? Ich weiß auch nicht. Dark Pulse, let's go. Ein Flinch brauchen wir. Ein Flinch, Turtok. Ah. Der tut weh, aber wir bekommen immerhin einen Kill, wobei er kann jetzt einfach in sein Dingens reingehen, wollen in seinen Flawless. Akani gehen? Ich bin auf Dark Pulse gegangen. Schade. Das war ein, vielleicht ein Missplay. Ja, jetzt müssen wir in Doublet gehen und so. Oh, das ist echt ein bisschen blöd. Dann gehen wir in Doublet, dann holt er wieder Wish raus und so. Lass mal in Akani gehen und dann Wild chargen. Ich glaube, Flareblitz killt den halt nicht mal. Also seinen Flawless. Oder? Nee, lass mal Flareblitzen. Weiß ich nicht. Lass mal Flareblitzen. Ja, jetzt können wir Flareblitzen. Weil, ich mein, weil die Sache ist, wenn der in Range ist, dann, also wenn der low ist, dann gewinnt Turtok plus Flygon gegen sein Team. Möglich. Geht tatsächlich Mantar, aber stirbt einfach. Immerhin etwas. So. Also, man muss halt sagen, Akani macht Work gerade, aber wir erzwingen das auch. Ja, wir haben sehr, sehr viel gedoubled. Ja. Und damit das klappt. Jetzt können wir zwar wieder in Turtok gehen, der knockt. Ja, und dann... jetzt müssen wir nicht fast wieder doublen. Lass uns jetzt in den Hund gehen, oder? Warte mal, lass mal... Nee, lass uns jetzt einfach in den Hund gehen. Ich hab Wellen sie dich überlegt, weil wir dann Toxic... Ja, bringt auch nichts. Wir machen keine Faxen mehr. Also es war ja klar, dass jetzt Hund der einzige Play war, aber jetzt kann er wieder Mandibuzz gehen. Ja, müssen wir aber machen. Boah, wir müssen den Jungen halt auch irgendwie anschippen. So, und jetzt können wir in den Turtok reingehen. Ja, bringt uns halt auch nichts, ne? Wir kommen einfach nicht durch Flawless durch. Ja, doch, mit Doublade, aber wir müssen halt durch den Chor durchkommen. Mhm. Das ist das größte Problem gerade. Und mit Rocks wäre es zwar noch möglich, aber so halt sehr, sehr schwer. Vielleicht gehen wir Alexa, Estine, weil er kann sie halt nicht roosten gegen uns. Weil wir Sacred Zorn können. Aber er taunt und Knockoff, ne? Okay, wir könnten natürlich auch Sacred Zorn spam, weil wenn er roostet einmal, kriegt er Dingens. Wobei, warte mal, wir gehen Blastoise. Ja. Dann auf sein Flawless in Alexa Estine, weil dann haben wir den Damage und ja. Das sehe ich. Ich glaube, das ist der einzige Play gerade. Ja. Und jetzt Estine wir. Und jetzt kann er auch mit Mandibuzz nicht mehr wirklich viel machen. Richtig. Weil wenn er roostet, stirbt er. Ja, wir Sacred Zorn hier. Ja, oder wir Estine nochmal auf seinen Roost. Nee, Sacred Zorn ist der Play. Wer könnte taunten oder so, ja. Wenn ganz lustig ist. Okay, wir drücken nochmal Sacred Zorn. Ja, logisch, klar. Weil wir killen ihn, wenn er roostet, stirbt er auf jeden Fall. Er geht auf Taunt, das ist uns egal. Perfekt. Ich glaube, Roserade sollte tatsächlich von einem plus 2 Shadow Sneak sterben, oder? Der sollte uns auch nicht killen, oder? Jetzt ohne Evolid weiß ich nicht, wenn er HP Fire hat. Lass erstmal ganz das Kalken, wie viel plus 2 Shadow Sneak macht. Und so würde ich dann reagieren erstmal, je nachdem, was es halt macht. Weil wir brauchen auf jeden Fall Doublade, um gegen Flawless zu gewinnen, das ist klar. Wir dürfen den Jungen nicht verlieren. So. Wenn wir zu viel Chip fressen, dann sterben wir durch eine Mondgewalt. Plus 2 Shadow Sneak macht 81 bis 96. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das heißt, wir second Turtok, gehen in Flawless und drücken U-Turn. Flygon drücken U-Turn und egal was passiert, ist es okay. Oder? Sicher? Weil dann kommt halt wieder Roserade okay, hart rein. Wir können, halt 50-50. Also, was wir machen könnten, wir können wirklich diesen Blastoise-Play machen, wir U-Turn, drücken dann auf sein Flawless Iron Head. Ja, doch. Oder wir Estine. Er hat HP Fire im Set. Warte, vielleicht ist er gescarft, ne? Ja, egal. Das könnte sein. Wir Ice Beam hier, ne? Ja, klar. Schade. Okay, Giga Drain. So, dann gehen wir jetzt hier in Flygon rein. Drücken die U-Turn. Oder wir drücken EQ. Oder wir drücken EQ. Müssen wir eigentlich fast schon, ne? Ja. Oh, das ist perfekt. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Das ist so gut. Wir haben gewonnen dadurch, ja. Ich glaube schon. Außer dem HP Fire. Aber das war aber eine 50-50, weil wenn wir, wie gesagt, auf U-Turn gegangen wären, wäre das sehr problematisch gewesen. Damn. Aber wäre nämlich in Flawless gegangen, wäre es auch nicht gut gewesen. Iron Head damit? Ja, einfach zweimal Iron Head. Hoffentlich killt jetzt Moonblast nicht. Okay, gut. Moment, wie viel macht Iron Head? Okay, es killt. 100 einfach. Okay, GG, Alter, das war ein bisschen zu spannend. Das war ein heftiges, oh mein Gott, das Team ist scheiße, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Wir haben es irgendwie gut gespielt. Wir mussten halt irgendwie die ganze Zeit doublen und er hat halt nicht drauf reagiert, was gut war. Ja, machen wir das nochmal mit dem Team oder wollen wir lieber das vom letzten Mal nochmal nehmen, damit wir nicht ganzen Punkte verlieren?
Wir können das andere Team nochmal nehmen. Ja, ich glaube, wir nehmen. Leute, nehmt uns nicht böse, aber wir haben im Juju so schlechte Erfahrungen gemacht, dass wir. Achso, ja, genau. Im Juju, ja. Und da haben wir halt mit einem Team ab und zu mal gespielt, was halt einfach nicht gut war. Und dann haben wir einfach so viel verloren. Und das wieder zu bekommen, ist halt manchmal echt nervig. Und mit dem Team konnten wir letztes Mal ganz gut spielen. Ja. Aber wir haben jetzt immerhin das Team mal gezeigt. Wir haben gezeigt, Akani mit Band ist gut, wenn man viele Plays macht. Ist halt schlimm, weil der sich immer in einen Move committen muss und der Gegner halt weiß, in welchen er sich wahrscheinlich locken wird. Also ich glaube, du brauchst mehr Hazard Pressure. Ja, ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Und ich glaube, so ist die Healing Wish könnte man auch ganz gut mit dem Partnern. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Du brauchst halt einen guten Spinner, du brauchst Hazard Pressure und du musst halt Akani mehr supporten. Dann kann ein Bandit Akani halt richtig nice sein. Ja, ja. Und vielleicht auch sogar Volturn so. Weil der ist halt, der nimmt so viel Chip Damage durch alles. Ich glaube tatsächlich, Volturn ist echt eine gute Option mit dem Jungen. Ja. So. Jetzt mal was anderes. Bisschen. Richtig. Bisschen mehr okay. Mindless. Was machen wir denn hier am besten? Aber es war auch mal ganz cool, so ein bisschen mehr nachdenken zu müssen nach dem Motto. Ja, ja. So. Waffel ist halt cool. Turtok ist auch cool. Ich sehe auch hier wieder ein Turtok-Lied, weil wenn man mit Rotom leadet, gehen wir einfach einen Chestnut rein. Oder einen Bronzong. Mhm. Aber wobei, er kann eigentlich ohne Probleme mit Rotom leaden. Lass uns einfach mit Bronzong leaden. So, weiter geht's. Also, was wollen wir denn jetzt hier am besten machen? Ich wäre tatsächlich doch jetzt für Bronzong. Er könnte zwar mit Marowak leaden, aber den Lied sehe ich einfach nicht. Meinst du? Ich finde Blastoise halt super solide. All around. Ja, das stimmt. Wenn du mit Rotom leadet und so weiter, das ist nervig. Und wir bekommen halt Free Rocks raus mit Bronzong. Gegen viel aus seinem Team. Aber ja, Turtok. Ja, wir leaden einfach mit Turtok. Ich sehe schon, weil Turtok auf seiner Seite. Ja, Marowak ist hier schon. Ugh. Er leadet tatsächlich mit Marowak. Crazy. Ja, einfach Dark Pulse, let's go. Nee, Scald, oder? Scald ist super free. Meinst du? Ja, wobei. Guck mal, wenn der Mandy was geht, dann haben wir halt nichts gewonnen. Und wenn wir Scalden, können wir durchaus. Ja, können wir burnen. Dann geht er mit Champ. Ja, okay. Da ist die Möglichkeit, dass es No-Guard ist. Das könnte tatsächlich sein, aber das wissen wir jetzt erstmal nicht. Wobei, er wird No-Guard sein, weil sonst wäre jetzt der Heiß abgetriggert, oder? Ja, er ist scheinbar wirklich No-Guard. Nee, doch diese Runde. Dann können wir einfach in Chestnut reingehen. Ja. Ich glaube, der ist AV, jedenfalls vom Damage her. Oh, der ist doch Flame-Out. Nee, es ist Band, oder? Also er müsste Gut sein, auf jeden Fall. Nein. Ja, doch, das kann sein. Weil Close Combat, du hast halt keinen Grund, Close Combat zu spielen, wenn du Dynamic Punch spielen kannst. Das stimmt natürlich. Aber ich meine, er ist nicht hier Guts mit Flame Orb. Okay, ich mach mal jetzt einen Play, ja. Lass mich machen. Ich bin Arzt. Hey, warte, was? Ich wollte gerade Synthese drücken. Was machst du da? Huch. Wieso Poison Trap? Ich wollte eigentlich. Ich dachte eigentlich, der geht in Merib. Okay, wir sind nicht schneller, oder? Wir sind schneller. Scald sollte ihn killen. Nach minus 1. Wird knapp. Wie viel haben wir vorhin gemacht? 28%. Ja, nee, dann reicht das nicht. Ja, müssen wir nochmal in Chestnut reingehen. Zu viel schneller mit Chestnut? Nee, ne? Nee, sind wir nicht. Ich glaube, Poison Jeff hätte sogar gekillt. Hätte, glaube ich, nicht. Ach nee, 160? 160, Close Combat, nee, ist gleiche Stärke. Wir hätten einfach drin bleiben. Mann, Synthese war der Play, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es einfach nicht in Marowak oder Rotom oder, ja, oder egal. Mandibus geht. Ich würde Chestnut trotzdem in einer guten Range behalten. Ja, aber Blastoise ist jetzt auch nicht so. Okay, es ist wobei, schon cool. Wobei, warte mal, was ist unsere stärkste Attacke? Ja, Scald. Wir können in. Und Aura-Sphäre. Wir können in Waffe am Stier gehen. Ja, könnten wir. Oh, das wird wehtun. Okay, wechsel einfach raus in Blastoise. Hä? Okay. Finde ich interessant. Alles so geplant. Sludge Wave? Ja. Wollen wir den Sludge Wave? Brauchen wir Celestial nicht noch gegen Bronzong oder so? Auch wahr. Ich weiß nicht. Also, ich meine, wir haben Turtok, aber Turtok wäre dann unser einziges Mon so ziemlich gegen Bronzong. Was ist unser Switch in Turtok, ist die Frage. Das ist die Frage. Deswegen dachte ich so, Chip Damage mit Celestial wäre cool. Ja, hier können wir auch in Turtok gehen und chippen, aber. Wir können auch in Turtok gehen, ja. Prinzipiell. Ist halt die Frage, was wichtiger ist, ob es Turtok ist oder ob es Celestial ist. Ich glaube, Celestial ist ein bisschen wichtiger. Ja, glaube ich auch. Oh, wobei? Nee, ich wollte gerade sagen, Turtok ist doch ein bisschen besser gegen Marowak und so. Gegen Marowak, ja. Aber wir sind Max Speed, also ist entweder ein Speed High oder. Ja, oder wir flinchen ihn halt einfach. Also ist modest auf jeden Fall. Der fast der Flinch. Ja, das ist auf bulkiger. Bulkier meine ich. So, was machen wir jetzt hier am besten? Wir könnten Döner gehen und den einfach. Sie Stone Agent. Auch. Oh, da ist ein Bronzong, ne? Ah, das ist halt die Frage, ne?
Theoretisch könnten wir auch doublen mit einer Waffe am Stiel. Nein, 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 nein. Was ist, wenn hier einfach Gold ist? Ich glaube, wenn, dann würde er auch was Sphäre drücken. Nein, ich glaube auch nicht, dass er drin. Also, ich würde ins Celestial gehen, aber Stone Age ist, glaube ich, der. Wir drücken einfach mal sie Stone Age, oder? Bessere Player, ja. Und er bleibt wirklich drin. Okay, er bleibt drin. Da ist er gut. Und killt das überhaupt? Das werden wir jetzt sehen. Ja, es geht, okay. Das war halt eine Bulky-Variante, glaube ich, vom Turtok. So, da kommt Rotom rein und ich wäre hier für Popcorn. Bronzong. Popcorn, ja. Er wird halt Volt wechseln, ja. Ja, yeah, ja. Einfacher Volt wechseln für ihn. Dann kann er halt Marowak reinholen und so. Das ist dann alles ein kleines Problem. Kleines, aber feines Problem tatsächlich. Dieses Marowak tut uns gerade weh. Mhm. Wir könnten. Auf seinen Fall. Wir können in Döner gehen, ja. Ich sehe Döner. Da sehe ich uns auch tatsächlich. Oh. Ist noch okay. Meinst Liquidation. Du? Ja, muss. Was haben wir denn? Sonst bitte. Boomerang. Und Leben? Oh. Schade. Das ist tatsächlich gar nicht mal so gut. Wir müssen irgendwie. Ja, Blastoise war doch gar nicht so unwichtig. Ja, das war so. Das, was ich dann noch schnell sagen wollte, und dann war es leider schon zu spät. Ah, wir haben echt gerade ein Problem dagegen. Wir können halt in Chestnut gehen und noch ein bisschen mehr Chip dadurch forcieren. Ich glaube, wir müssen halt Flutschfinger gehen. Ich weiß nicht, ob es Flutschfinger. Warte, was brauchen wir, um das hier zu gewinnen? Celestial geht hier komplett durch. Aber dafür müssen wir erstmal dieses Mandibuzz irgendwie anchippen. Oder wir kriegen halt ein Setup. Wir können halt den Setup mit Memento bekommen. Ja, was für ein Setup? Nessie-Plot. Ja. Ja, deswegen, ich sehe hier tatsächlich Chestnut gerade. In dem Turn? Ja, in dem Turn Chestnut einfach Woodhammern. Okay. Weil, wie willst du denn, du kannst ja nicht jetzt hier Memento oder so mit Gardevoir. Ja, Bonzong ist sowieso nicht der Play. So, wir wollen nämlich den Chip einfach haben. Den bekommen wir durch Rocky Ham. Okay, geht sowieso raus. Okay, dann spiken wir hier. Oder taunten. Seine Rocks. Oder ja, erstmal taunten, hast recht. Könnten überlegen, ob wir auch nochmal Synthese drücken. Aber nee, Spikes wollen wir auf jeden Fall hier haben. Ja, also ich glaube, Celestial kann das echt noch gewinnen, wenn wir halt den Nasty-Plot bekommen. Genau, wir brauchen vor allem noch den Chip auf Alola Knogga. Ja, und das sind Spikes jetzt Gold wert. Super gut, okay. Wir heilen uns hoch, oder? Mit Synthese. Ja. Best Case wäre, wenn er jetzt tricken würde. Dann würde Celestial vollkommen durchgehen. Aber er geht tatsächlich auf Voltwechsel. Mhm. Wird wahrscheinlich wieder. Nee, er geht in Mandibuzz, okay. Den können wir taunten. Sind wir schneller? Kommt drauf an, was er für einen Speedwert hat. Ich glaube, selbst Min-Speed ist er schneller. Moment, Mandibuzz. Gucken wir mal kurz. Min-Speed kommt. Ja, gut, 196. Er wird wahrscheinlich nicht genügend Speed haben. Lass uns mal taunten. Jawohl. Kein Brave Bird? Schön. Perfekt, Toxic sogar. Wir können hier einfach, denke ich mal, sogar weiter spiken. Ja, bin ich auf jeden Fall dafür. Ich glaube nicht, dass er Brave Bird im Set hat. Ja, Foul Play, schön. Das ist perfekt. Schön, schön, schön. Das ist super, weil wir hier jetzt die drei Layer Spikes bekommen. Rotom. Könnt ihr hier Defog drauf haben? Ja. Wir könnten. Ich habe überlegt. Lass mal Woodhammern einfach. Lass uns lieber Synthese erstmal drücken, oder? Ja, Synthese, hast recht. Defog, okay, es ist Defog. Jetzt kommen wir wieder spiken. Ja, wobei wollen wir nicht erstmal Woodhammern, weil je nachdem, was der reinwechselt, kommt. Ja. Woodhammer meinst du auf sein Marowak? Ja, das ist halt so mein Gedanke gerade. Okay. Da können wir jetzt zweimal Woodhammer rausbekommen. Weil ich glaube, er hat halt nur diese Option mit Marowak irgendwie Schaden drauf zu bekommen. Ich glaube, er wird jetzt Volt wechseln. Oder er hat Scarf. Okay, ja, Scarf, ja. Und dann bekommen wir den Chip so ein bisschen. So. Ja, und wir müssen weiter für den Chip gehen. Ja. Yep. Woodhammer. Er könnte sogar das durch den Rocky Helmet sehr viel. Was weiß ich denn jetzt? Ja, okay. Perfekt. So, wir könnten mit Celestial ihn jetzt killen, aber da sehe ich uns tatsächlich nicht, weil wir keinen Life-Orb-Schaden fressen möchten. Ja, wobei müssen wir eigentlich, weil wir können nicht in Gardevoir gehen, weil uns das zu viel Momentum wegnimmt, weil er wieder in Bronzong reingeht. Ja, ich finde Waffel am Stiel gut. Müssen wir machen. Dann Sludge Wave sollte killen, also gehen wir auf Sludge Wave. Ja, auf Mandibuzz. Das ist tatsächlich gar nicht mehr. Leute! Wollen wir Fire Blasten? Nee, wir Sludge Waven immer. Warte ganz kurz, stopp. Bronzong, wenn das reinkommt. Wir sollten das nicht Fireblasten. Wir haben letztes Mal gesehen, der tankt das. Ja. Wir können das nicht riskieren. Wir müssen erstmal in eigenes Bronzong gehen und Stealth Rocks legen. Meinst du? Für seinen Marowak? Na doch. Trick Room. Oder Psywave? Ja, Psywave. Wir müssen jetzt Psywave. Wir können nicht seinen Marowak rein. Schön, oh, gut. Schöne Sache. Gut.
Können dieses Marowak nicht reinkommen lassen. Und jetzt können wir eigentlich. Wir müssen eigentlich nur noch den Dingens ausdauern. Wir drücken erstmal Protect. Ja. Knockoff, das ist okay. Er ist auf jeden Fall nicht Choice Band, das ist gut. Also, wir können jetzt wieder Psywaven. Ja, finde ich schon. Ich finde Psywave gut. Ja. Knockoff, ist alles gut. Wir protecten nochmal. Nee, wir sind schneller im Trick Room. Stimmt. Aber wir killen ihn. Ja, je nachdem. Aber ist egal. Bringt ja nichts. Ja. Der Trick Room Turn. Und jetzt können wir eigentlich gewinnen mit Celesel, ne? Wobei, lass uns erstmal doch in Celesel gehen. Doch. Ja, finde ich gut. Und erstmal Fireblasten vielleicht sogar, falls ihr Monster geht auf den Sludgewave. Nee. Ja, geht auf Bullet Punch. Sludgewave ist schon richtig. So, und die Sache ist jetzt gerade, wenn dann ein Bronzong geht, müssen wir eigentlich wieder in Gardevoir reingehen. Ja. Wobei, eigentlich nicht. Stopp mal ganz kurz. Wenn wir den Fireblasten, gehen wir doch hier mit Moonblast von Gardevoir durch, oder? Da hast du recht. Ja. Und vielleicht Kidney. Boah, ja, der ist einfach Heatproof. So ein Arsch. Heatproof Bronzong. Aber guck mal, der hat Lightscreen und Reflect. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mit Flutschfinger zum Beispiel den hier wieder hochheilen mit Healing Wish. Oder wir drücken nochmal Fireblast. Wir drücken erstmal nochmal Fireblast, oder? Oder ja. Warte mal, was ist hier der Play? Leute, erstmal kurz überlegen. Also ich finde, wir sollen ihn weiter anchippen und später, weil der halt keinen Angriffsmove hat, sollten wir dann mit Healing Wish den hochheilen. Ja. Das machen wir so. What? Lightscreen ohne Reflect, ey, ich glaub's nicht. Oh nein. Oh, das ist verloren. Ja, das hätten wir aber nicht mehr gewinnen können dann. Also das war ja wirklich, damit hätte ich nicht rechnen können. Ja, keine Ahnung. Lightscreen, Heatproof, Bronzong. War gut gemacht von dem Gegner, aber damit hätten wir auch nicht rechnen können. Das war. Ja. Das war nichts mehr. Jetzt haben wir das Team sogar gewechselt und dadurch verloren. Aber es war nicht dadurch, sondern es war halt einfach. Das Matchup war halt auch einfach nicht gut dadurch. Nee, ich fand das für ein gutes Matchup. Wir haben halt Blasters weggechoked, eindeutig. Ja, doch, hast recht. Das Matchup war gut, aber wir haben es halt irgendwie nicht so ganz optimal gespielt. Machen wir noch ein Match, damit wir nochmal mit einem Sieg hoffentlich enden. Das wäre das Ziel für diese Folge. Ach nö, nicht schon wieder Trick Room. Trick Room, Moment, der hat aber nur einen Trick Room Setter. Doch, nee, Alola Kokobai kann auch Trick Room. Ja. Okay, lass doch mal mit einem. Ja, finde ich gut. Ich wollte gerade sagen, mit einem Taunt-User leaden, aber Chestnut ist nicht schneller. Ja, mega Dark Pulse, let's go. Aber Uxie hat meistens Mental Herb, deswegen weiß nicht, ob das optimal gewesen wäre. Ja, stimmt. Da haben sie recht. Er könnte Memento haben und dann in irgendwas switchen. Ja, egal, wir können ja nichts anderes machen, außer einfach Dark Pulse. Oder wir stallen aus, indem wir weiter Rapid Spin. Falls er Stealthrocks settet. Finde ich tatsächlich sogar gut. Schade. Ja, okay. Schade. Okay. Schade. Amphaus. Ja, wobei, Bronzong tankt. Der tankt. Let's go. Und dann können wir hier erstmal vielleicht sogar rocken oder einfach Toxic. Oder hier. Nee. Ja, ich. Was soll er machen? Ich weiß nicht. Er wollte wechseln vielleicht. Protector sehe ich mich. Da sehe ich uns. Und jetzt lass uns Toxicen. Ja. Die sind schneller. Nice. Das ist schon cool. So, und jetzt. Nochmal protecten. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der riecht das. Lass uns einfach auf die Rocks gehen. Er kann halt in Uxie gehen. Auf unser Protect, ne? Ja, ich würde einfach auf Rocks gehen, oder? Ja, lass die Rocks wegen. Weil es ist einfach viel zu obvious, dass wir hier nochmal Protect drücken. So kommt es Cavalier rein und wir können einfach Veggie Burger gehen, oder? Hoffentlich hat er kein Pursuit. Ja, hoffentlich nicht. Knockoff, ja, passt perfekt. So, dann können wir hier einfach mal spiken. Oder wir taunten auf seinen Uxie-Switch. Alter, den Play mag ich. Das finde ich gut, dass du den magst. I made this myself. I made this play. Alter. Jetzt verbrennen wir seinen Mental Herb wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht. Ja, stimmt, wir haben doch Lefties schon gesehen, oder? Wir sind ja blöd. Wir haben die gesehen. Lass einfach spiken, oder? Ich mag den Chip. Ich finde, wenn der weg ist, dann hat er sehr, sehr viel Probleme, weil er dann kein Sweet mehr hat. Überhaupt nicht mehr. Also ja, ich egal, der wechselt wahrscheinlich doch jetzt sowieso raus. Wieder. Okay, dann spiken. Ich finde, er spikes aber super gut gegen das Team. Ja, das stimmt schon. Da hast du wohl recht, Present. Wir wollen den Chip. Und siehst du, guck, da kommt Alurak Dingens rein, das hat einfach nichts gemacht, der Woodhammer. Da hast du wohl. Und wir taunten den Jungen, oder? Ah, ich weiß nicht, wir können ihn nicht taunten, weil er auch Flammenwurf drücken kann. Aber Flammenwurf macht doch kein Damage. Ja, taunt, let's go. Ja, lass mal taunten.
Psychic? Das macht keinen Schaden, oder? Flammenwurf hat auch gekillt. Okay, okay. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach Waffel am Stiel. Oder wir gehen Flutschfinger, machen Memento und dann geht's los mit Waffel am Stiel. Meinst du, dass er hier schon durchgeht, wenn er Monagoras hat? Der hat ist kein Scarf Monagoras. Ja, hast recht. Ja, komm. HP Ice auf +2 sollte auch, denke ich, mal gehen. Lass mal jetzt einfach ein bisschen ungeduldig spielen, ja? Ich habe keinen Bock hier. Jetzt auf Memento, sagst du? Könnt auch Moonblasten. Wir können auch Moonblasten. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir jetzt hier für den Celestial Sweep gehen? Ich glaube nämlich auf +2. Ich weiß nicht, ob er am Anfang auskillt. Die Sache ist, er hat auch keinen Switch in den Moonblast, so. Also, ist schon... Ja, doch, ja, so ein bisschen mit Escavalier, aber... lässt dein Executor geht drin, okay. Okay, nice. Und jetzt haben wir halt den Switch verloren für Escavalier, aber ich würde sagen, bei Barricade Sack... Meinst du? Wollen wir Blastoise hier anschippen lassen? Na klar. So, und dann Dark Pulsen wir den Jungen. Ja. Weil jetzt kriegt er kein Trick Room mehr raus, weil das Uxie stirbt. Ah, doch, der bekommt Trick Room. Das Uxie stirbt in jedem Fall. Hä, woran denn? An allem! Ja, aber Uxie ist doch schneller wahrscheinlich. Der hat doch wahrscheinlich Speed oder... Ja, aber Trick Room... Ach man, ich bin doof. Trick Room hat minus Priorität. Ich hasse mein Leben. Ja, das stimmt. Present. Wie kann ich nur so schlecht sein? Ja, Dark Pulse. Gewinnt Turtok hier nicht einfach gerade? Nee, gewinnt er nicht, weil er ein Nestor hat. Er hat den die Spinne. Die gute alte Spinne. Ja, wir könnten hier sogar in Barbarical gehen, oder? Wollen wir einfach greedy werden? Wieso? Was willst du machen? Dann Shell Smashen auf dem? Nee, lass einfach straight in Barbarical gehen und sie Stone Agen. Oh Gott, wir hätten da niemals Shell Smashen können. Ja, siehst du. Sie Stone Age, let's go. Let's go. Sugi Swag, what's in the bag? Boom. Damit ist Aranestro erstmal weg. Boop. Und, oder Bob. Und damit G. G, ja, das Trick haben wir besser sowas von Mindfuck, ey. Oh, hast das. Aber wir haben es gut zu Ende gespielt. Immerhin. Vor allem, ich fand den Play gut mit dem Taunt auf den Switch-Out. Ja, auf den fand ich lecker. Den hast du gut gemacht, mein Lieber. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schau auf jeden Fall bei der Yonago-Beere vorbei, Link in der Videobeschreibung. Bei Yonago-Benny, Alter. Das ist oha. Hey, das ist doch was Positives, ja, oha. Ja, ist doch richtig. Ich dachte, oha, ist was Negatives. Nee, ist alles gut, Mann. Es ist richtig sweet, Mann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Kommentare, Bewertungen sind gern gesehen. Tschüss.